Ich werde jetzt einfach so beginnen. Ich muss mich so ein bisschen an meinen Folien, also ich kann die sehen, Sie leider nicht, ein bisschen an denen orientieren, aber ich werde versuchen, das so plastisch wie möglich zu beschreiben. Und wenn es dann irgendwie Nachfragen gibt, konkrete, dann können Sie das gerne machen. Ja, wie schon gesagt, beschäftige ich mich seit längerem mit dem Thema Justiz im Nationalsozialismus, ganz speziell mit Richtern im Nationalsozialismus. Das ist quasi mein Thema. Ich bin Historikerin, keine Juristin, habe mich aber mit der Materie jetzt schon ein paar Jahre beschäftigt, sodass es so ein bisschen interdisziplinär läuft. Ich würde kurz gerne vorstellen, was ich heute erzähle. Als erstes muss ich sagen, ich gebe eine Einführung in ein sehr, sehr breites Thema. Das heißt, ich muss mich zwangsläufig auf einige Aspekte konzentrieren, ohne so, dass ich nicht allzu abstrakt und allzu oberflächlich werde. Und ich denke, es gibt im Nachhinein bestimmt noch Möglichkeiten, dann nochmal konkretere Punkte nachzufragen und zu diskutieren. Ganz am Anfang würde ich gerne kurz was generell über Verfolgung im Dritten Reich und die Rolle der Justiz im Nationalsozialismus sagen, also welche Funktionen, welche Aufgaben hatte die Justiz überhaupt und wie war das Gerichtssystem im Dritten Reich überhaupt aufgebaut. Dann werde ich anhand nationalsozialistischer Konzeptionen darstellen, wie sich bestimmte Gesellschaftsvorstellungen der Nationalsozialisten im Rechtssystem niederschlugen, und zwar ganz konkret an dem Konzept der sogenannten Volksgemeinschaft. Und werde hier auch ein ganz konkretes Beispiel wählen, nämlich den Umgang mit sogenannten Asozialen im Nationalsozialismus. Und schließlich gehe ich noch mal kurz auf die universitäre Rechtswissenschaft ein und mache abschließend dann noch einen kurzen Blick auf das Jahr oder auf die Jahre nach 1945. Ja, wenn man sich fragt, was war eigentlich Verfolgung? Ein bisschen lauter, ja, kann ich gerne machen. Ja, wenn du weißt wo. Einfach vorne auf den Knopf. Okay, ich hoffe, so ist besser, oder? Ja. Gut, wenn man sich fragt, was war eigentlich Verfolgung im Nationalsozialismus, beziehungsweise wer waren eigentlich die Akteure der Verfolgung im Nationalsozialismus, sieht man eine sehr große Bandbreite an Akteuren, die sehr unterschiedlich waren. Zum einen muss man sagen, dass die Bevölkerung als Akteur durchaus auch ein Verfolgungsakteur gewesen war. Das ist die breiteste und subjektivste Palette der Verfolgung, nämlich das Beginn bei indifferentem Verhalten gegenüber der Judenverfolgung, aber auch Denunziationen von Menschen, die dem Nationalsozialismus kritisch gegenüberstanden, hin zum Profitieren an der sogenannten Arisierung, also an der Enteignung jüdischen Vermögens, hin zum Mitmachen zum Beispiel während des Novemberpogroms 1938. Als zweite sehr große und breite Verfolgungsinstanz gab es die Partei, Parteiinstitutionen, also SA, Hitlerjugend, wo die Verfolgung im Kleinen anfing, nämlich über eine soziale Kontrolle, zum Beispiel über die Ortsgruppen oder Blockwarte, hin zum Terror auf der Straße, vor allem durch die SA. Als nächste große Verfolgungsinstanz gab es die Polizei, also sowohl die Kriminalpolizei, die normale Polizei, als auch die politische Polizei, die Gestapo, die einer der Hauptakteure der politischen, sozialen und rassistischen Verfolgung war und die auch zusammen mit der SS maßgeblich die Deportation der jüdischen Bevölkerung durchgeführt hat. Als nächste Institution haben wir die Justiz, die Strafjustiz und den Strafvollzug, die sehr stark mit der Polizei kooperiert hat. Es gab auch durchaus Konkurrenz und Konflikte und die Justiz hatte so eine der komplexesten Rollen als quasi Normanwenderin, als Institution, die Normen anwendet in einer sehr ausdifferenzierten und hybriden Diktatur. Als nächste Verfolgungsakteure muss man die Täter der Euthanasie nennen, weil die nicht in speziellen Institutionen
organisiert waren, sondern das waren Ärzte, Gesundheitsämter, Fürsorger, Wissenschaftler, die das ausgeführt haben. SS und KZ-System gelten mithin als die Kerntäter der Verfolgung und Kerntäter des Holocaust, sowohl im Reich als auch im besetzten Europa. Und schließlich als letzte Institution gibt es die Wehrmacht, die Armee, die sich vor allem in den Ostgebieten an den nationalsozialistischen Verbrechen beteiligt hat. Wenn man sich diese Verfolgungsinstitutionen, diese Verfolgungsakteure anguckt, dann sieht man, dass es eigentlich nur zwei Institutionen gab, die bereits vor 1933 existiert hatten, wenn man jetzt mal die Wehrmacht als Armee rausnimmt, und das war die Polizei und die Justiz. Das heißt, das waren die einzigen, die transformiert wurden, die in die Diktatur mit übergenommen wurden. Und während die Polizei, vor allem die Gestapo, zwischen 33 und 45 ihre Macht sehr stark ausweiten konnte, war die Justiz nun angesichts dieser zahlreichen anderen Institutionen eigentlich sehr stark geschwächt und aus vielen Bereichen der Verfolgung, wie zum Beispiel aus allen Vorgängen in den Konzentrationslagern, war sie erstmal ausgeschlossen. Ich würde jetzt gerne eine ganz knappe Einführung geben in das Gerichtssystem des Dritten Reichs, wie das überhaupt ausgesehen hat. Und vielleicht gibt es auch gleich eine Visualisierung. Ich stelle es aber erstmal so dar. Es gab zum einen die ordentliche Gerichtsbarkeit, zu der ich gleich noch ein paar Worte verlieren werde. Dann gab es die Sondergerichtsbarkeit, also eine spezielle Gerichtsbarkeit, zu der ich auch noch was sagen werde. Und dann gab es eine Reihe anderer Gerichtstypen, die für ganz bestimmte Personen zuständig waren. Es gab zum Beispiel die Militärgerichtsbarkeit, die für Wehrmachtsangehörige zuständig war, unter anderem. Es gab die SS- und Polizeigerichtsbarkeit für Angehörige von SS und Polizei. Die Parteigerichtsbarkeit, die für bestimmte Verfahren, bestimmte Aspekte zuständig war, die Parteiangehörigen betrafen. Und während des Zweiten Weltkriegs führten die Deutschen in den besetzten und annektierten Gebieten eine deutsche Besatzungsgerichtsbarkeit ein, die der Kontrolle und der Entrechtung der einheimischen Bevölkerung diente. Kurz was zur Sondergerichtsbarkeit. Dieses Prinzip einer Sondergerichtsbarkeit gab es nicht nur im Nationalsozialismus. Das Regime hatte Sondergerichte auch aus der Weimarer Republik übernommen. Und normalerweise sind Sondergerichte dafür zuständig, bestimmte Ausnahmesituationen zu behandeln bzw. politische Verfahren durchzuführen. So auch im Nationalsozialismus. Die Sondergerichte handelten vor allem politische Fälle ab. Also es war ein zentrales Instrument, um politische Gegner auszuschalten. Ende der 30er Jahre kamen zahlreiche Fälle konventioneller Kriminalität hinzu. Und nach 1939, also nach Kriegsbeginn, behandelten die Sondergerichte zwar weiterhin politische Straftaten, doch es kam vor allem Vergehen und Verbrechen nach dem neuen Kriegsstrafrecht hinzu. Wie sah so ein Verfahren vor dem Sondergericht aus? Ein Fall ging vor das Sondergericht, wenn der Staatsanwalt entschied, dass die Tat unter den bestimmten Gesetzen fiel oder sie besonders schwer oder verwerflich war. Der Angeklagte hatte viel weniger Rechte als vor einem normalen Gerichtsverfahren. Ihm musste nicht einmal die Anklageschrift bekannt gemacht werden. Das Gericht konnte auf eine Beweiserhebung verzichten und gegen die Urteile konnten keine Rechtsmittel eingelegt werden. Vielleicht funktioniert es jetzt. Jawohl! Wunderbar. Ja, das ist doch schön. Ja, ist ein bisschen improvisiert, aber immerhin. So, jetzt können Sie sich das auch alles nochmal anschauen.
Eine Besonderheit war auch, dass ab 1943 Juden aus dem Justizsystem ausgeschlossen waren. Genauso ausgeschlossen waren Zwangsarbeiter aus Osteuropa, also aus Polen und der Sowjetunion. Diese Menschen unterlagen dem Zugriff der Gestapo. Sie konnten also nicht mehr vor Gericht gestellt werden. Und das war aber nur eine rechtliche Fixierung einer bisher sowieso schon gängigen Praxis. Das heißt, auch Juden kamen, wenn sie vor 1943 mit der Justiz in Berührung kamen, gab es die gängige Praxis, diese auch dann an die Polizei auszuliefern. Das heißt, es gab ein Strafverfahren gegen einen jüdischen Angeklagten, er wurde verurteilt, er kam ins Gefängnis und dann daraufhin, kurze Zeit später, wurde er an die Polizei übergeben. Jetzt was zur ordentlichen Gerichtsbarkeit bzw. zum zivilen Gerichtssystem, auf das ich mich auch im Folgenden konzentrieren werde. Nach der Machtübernahme 1933 führte die Regierung grundlegende Änderungen im deutschen Rechts- und Gerichtssystem durch. Das Gerichtssystem wurde zentralisiert, das war davor dezentral organisiert. Die Länder hatten die Justizhoheit und es gab eine Entlassungswelle von jüdischen und politisch unliebsamen Justizbeamten. Aber als ordentliche Gerichte arbeiteten weiterhin, wie es heute ja auch noch so ist, Amtsgerichte, Landgerichte und das Oberlandesgericht. Das Gerichtssystem war genauso wie heute auch noch hierarchisch gegliedert. Das heißt, die Amtsgerichte behandelten als erstinstanzliche Gerichte die kleineren Straf- und Zivilsachen, dann die Landgerichte haben die umfangreicheren Sachen behandelt und waren gleichzeitig Entscheidungsinstanz für die Urteile der Amtsgerichte. Und das Oberlandesgericht schließlich war zweite Instanz in Zivilsachen und in Strafsachen konnte es sowohl in erster als auch in zweiter Instanz entscheiden. Die Verhandlungen waren grundsätzlich öffentlich, mit einigen Ausnahmen, also zum Beispiel Jugendsachen oder Ehe- oder Entmündigungssachen. Was geändert wurde, war das prozessuale Recht für Angeklagte, aber auch für Zivilkläger, also beispielsweise Revisionen und Berufungen im Laufe der 12 Jahre mehr und mehr abgebaut wurden. Dafür wuchs der Handlungsspielraum von Staatsanwälten und Richtern. Sie sehen hier auf der rechten Seite die Sondergerichtsbarkeit. 1933 wurde an jedem Landgericht ein Sondergericht gebildet und man darf sich das jetzt nicht als eigenständiges Gericht vorstellen, sondern es waren Kammern, die an den Landgerichten, in den Gebäuden der Landgerichten tagten und zu denen Richter benannt wurden, die aus dem bisherigen Richterkorpus kamen. Die haben auch untereinander gewechselt, das heißt ein Richter konnte mal am Sondergericht tätig sein und dann ein paar Jahre später wieder am Landgericht. Als oberste Instanz gab es das Reichsgericht mit Sitz in Leipzig. Das war auch Revisionsinstanz für Zivilurteile und Instanz für Strafsachen von größerer Bedeutung. Und diese ging sowohl an das Reichsgericht als auch auf den Volksgerichtshof, den es ab 1934 gab. Das ist auch Freisler, Roland Freisler war auch später Präsident des Volksgerichtshofs. Das ist quasi so das Beispiel für die nationalsozialistische Gerichtsbarkeit. Der Volksgerichtshof war ein Sondergericht, der Hoch- und Landesverratssachen gegen den NS-Staat abgeurteilt hat. Später trat als Gericht erster Instanz der Volksgerichtshof dann schließlich an die Stelle des Reichsgerichts. Das heißt, die Struktur der Gerichte blieb eigentlich bestehen, abgesehen von den Sondergerichten, die neu eingerichtet wurden. Wenn man sich fragt, welche Funktion hatte eigentlich die Justiz während des Dritten Reichs, kam ihr einerseits als, wie schon gesagt, Verfolgungsinstanz eine wichtige Rolle zu. Es gab Hochverratsprozesse gegen politische Gegner, die genauso zur Aufgabe der Justiz gehörten wie die rechtliche Unterstützung der Arisierung, also der Enteignung der jüdischen Bevölkerung. Aber es ging auch um die Aburteilung von abweichendem Verhalten, gerade im Krieg, als zum Beispiel Wirtschaftskriminalität zu einem Massendelikt wurde. Und das begann dann bei der Disziplinierung von Jugendlichen, die sich in Jugendklicken zusammengeschlossen hatten,
bis hin zur Verfolgung von Menschen, die als asozial galten. Zu diesem Punkt werde ich ja später noch was sagen. Gleichzeitig kam der Justiz die Funktion zu, die Gesetze und Verordnungen umzusetzen, die die Nationalsozialisten erlassen hatten. Es gab eine Reihe von neuen Verordnungen und Gesetzen, die einerseits eine antisemitische Stoßrichtung hatten, also der Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung dienten, aber andererseits auch der Stabilisierung des Regimes dienten. Und schließlich, auch wenn das jetzt vielleicht eine triviale Feststellung sein mag, war und ist ja die Justiz ein zentraler Garant zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens. Ohne eine funktionierende Justiz ist eine funktionstüchtige Gesellschaft schwer vorstellbar. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt für das Verständnis der Justiz im Dritten Reich. Und es erscheint ja oftmals als Widerspruch, dass es einerseits so eine so brutale Verfolgung und Verbrechen im Dritten Reich gegeben haben und andererseits es natürlich auch einen justiziellen Alltag gegeben hat, eine justizielle Normalität, wie sie genannt wird, und vermutlich zahlreiche Gerichtsverhandlungen ganz normale Zivil- und Strafrechtsfälle gewesen sind. Das ist aber meines Erachtens kein Widerspruch, zumal, wenn man den Blick ein bisschen tiefer senkt, auch hinter solchen normalen Fällen oftmals der nationalsozialistische Terror stand. Wird zum Beispiel bei der Frage bemerkbar, wem in der NS-Zeit welche juristischen Rechte zugestanden wurden. Also Zivilrechtsfälle sind zum Beispiel häufig deswegen so unbefleckt von nationalsozialistischem Inhalt, weil viele Juden irgendwann gar nicht mehr vor Gericht gingen oder gar nicht mehr vor Gericht gehen konnten und die vielleicht harmlos wirkende Einweisung in eine psychiatrische Anstalt endete ab 1939 dann für viele mit dem Tod in den Gaskammern im Rahmen der Euthanasie. Und wenn eine bisher unbescholtene Hausfrau im Krieg wegen Diebstahl zu einer sehr geringfügigen Geldstrafe verurteilt wurde, konnten andere für das gleiche Delikt mit vielen Jahren Zuchthaus belangt werden. Ich würde jetzt gern auf ein zentrales Prinzip der Nationalsozialisten eingehen, ein Gesellschaftskonzept, das Prinzip der Volksgemeinschaft, das sehr zentral ist, auch für die Tätigkeit der Justiz. Das heißt, ich werde jetzt so einen kleinen Exkurs dahin machen, komme aber dann wieder zurück auf die Tätigkeit der Justiz. Dieses Prinzip Volksgemeinschaft war Grundprinzip des Nationalsozialismus und wurde als Propagandabegriff benutzt. Der Begriff selbst stammt aber aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, also er ist älter als das NS-Regime. Und was bedeutet Volksgemeinschaft im nationalsozialistischen Sinn? Die Nationalsozialisten propagierten die Idee einer Gesellschaft, in der es keine Klassen mehr gab und somit auch keine Konflikte mehr geben sollten, also zum Beispiel Konflikte zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Und gerade in der krisengeschüttelten Zeit der Weimarer Republik war eine solche soziale Verheißung für sehr, sehr viele Menschen attraktiv. Und das ist auch ein Erklärungsmuster, wieso die Nationalsozialisten damals so viele Anhänger gefunden haben. Zu dieser Gemeinschaft gehörten die sogenannten Volksgenossen. Das heißt, die erstmal im weitesten Sinne die Angehörigen des deutschen Volks. Das war der integrative Charakter dieser Idee, also der einschließende Charakter. Die Volksgemeinschaft funktioniert aber nicht ohne das zweite tragende Element, nämlich die Ausgrenzung oder der Ausschluss von sogenannten Fremdrassigen oder, wie es die Nationalsozialisten nannten, auch gemeinschaftsfremden Menschen. Das heißt, der Begriff bot einerseits die Möglichkeit, nationalistisch aufgeladene Propaganda zu formulieren und sie gleichzeitig mit dem rassistischen Programm der Nationalsozialisten zu verknüpfen. Und die beiden Bilder zeigen das auch recht deutlich. Also links ein Propagandabild der NSDAP, wo die deutsche Familie, die ja auch als Kern der Volksgemeinschaft bezeichnet wurde, gezeigt wird. Und auf der rechten Seite ein antisemitisches Plakat. Wenn man sich mal ansieht, wie eine solche Einteilung aussieht
eine Einteilung in diejenigen, die dazugehörten und diejenigen, die nicht dazugehörten, sieht man an dieser Grafik, dass die Grenzen dieser Volksgemeinschaft sehr vage waren und sich auch überschnitten. Und sie blieben tatsächlich während des Nationalsozialismus immer undefiniert. Ich würde hier gern auf drei sehr wichtige Aspekte hinweisen. Zum einen sehen Sie die Gruppen auf der ganz rechten Seite. Das sind die, die nicht zur Volksgemeinschaft gehören sollten. Also vor allem Juden, Zwangsarbeiter, Asoziale, Sinti und Roma und Behinderte und Kranke. Die am schärfsten verfolgte Gruppe waren die Juden. Und die Nationalsozialisten hatten aber mit allen diesen Personengruppen vor, sie zu ermorden, was ja später auch in den Euthanasieanstalten, den KZ und den Vernichtungslagern geschah. In der mittleren Spalte sehen Sie diejenigen, die auch ausgeschlossen waren aus der Volksgemeinschaft, aber aufgrund ihres Verhaltens. Manchmal wurden diesen Menschen, also zum Beispiel politischen Gegnern oder Homosexuellen, auch noch zusätzlich rassistische Eigenschaften zugesprochen. Also beliebt war zum Beispiel die Verknüpfung homosexuell und asozial, dass sich das dann auch wieder vermischte. Diese Gruppe in der Mitte wurde auch sehr hart verfolgt und die wurden ja auch viele von ihnen umgebracht, aber diese Vernichtungsideen des Nationalsozialismus, die gab es nur bei den Gruppen, die auf der rechten Seite aufgeführt sind. Der zweite Aspekt ist, dass man auch innerhalb dieser fremdrassigen Gruppen auch Menschen findet, die vielleicht einmal zu den Volksgenossen gehört haben, aber es ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr waren. Also ich ziele hier besonders auf die Gruppe der Kranken und auf die Gruppe der sogenannten Asozialen. Und sie galten in den Augen der Nazis zwar als Teile des deutschen Volkskörpers, aber als Teile, die krank waren und deswegen vernichtet oder ausgemerzt, wie die Nazis es nannten, werden mussten. Und hier war die Definition auch immer sehr, sehr vage. Das heißt, wer 1933 noch nicht als asozial galt, konnte das 1942 sehr wohl zutreffen. Und während der Euthanasie, also der Krankenmordaktion, die ab 1939 stattfand, wurden vor allem psychisch Kranke und Behinderte, geistig Behinderte ermordet. Aber es existierten auch Überlegungen, diese Morde auf körperlich Kranke, also etwa verkrüppelte Menschen aus dem Ersten Weltkrieg und auf alte Menschen überhaupt auszudehnen. Das heißt, auch hier waren die Grenzen wieder sehr weit gefasst und sehr vage. Und diese Ausdehnungsmöglichkeit ist kein innerer Widerspruch zu der Behauptung der Nationalsozialisten. Diese Gruppen wären von Natur aus oder von Geburt aus keine Volksgenossen, sondern ist im Grunde der Tatsache geschuldet, dass es eben keine naturgegebenen Zuschreibungen waren, sondern konstruierte rassistische Charakteristika. Und drittens, und das ist der wesentliche Aspekt für den Blick auf die Justiz, waren die meisten derjenigen, die während des Nationalsozialismus besonders aus rassistischen oder aus sozialen Gründen verfolgt wurden, also vor allem die Gruppe ganz rechts, bereits seit Jahrhunderten diskriminiert und ausgegrenzt worden. Also es gibt ja eine sehr intensive und umfangreiche Forschung zur Geschichte des Antisemitismus, der Jahrhunderte alt ist, und die Diskriminierung von Sinti und Roma, also von sogenannten Zigeunern. Und es gab schon lange vor 1933 Überlegungen, geistig Behinderte und psychisch Kranke zu ermorden. Und auch das Unbehagen gegenüber Menschen, die irgendwie anders waren, die asozial waren, Frauen, die sich nicht an gesellschaftlichen Normen hielten, an Bettler oder Landstreicher, das gibt es auch schon sehr lange. Und die Bekämpfung von diesen gesellschaftlichen Randgruppen hat ebenfalls eine lange Tradition. Das heißt, es gibt Kontinuitätslinien, die sich teilweise über Jahrhunderte gehalten haben. Und das macht die Verfolgungspolitik der Nazis nicht weniger schlimm, aber sie macht sie erklärbar. Und das Besondere am Nationalsozialismus war nun einerseits, dass es eine sehr explizite rassistische Zuschreibung gab und andererseits war das Besondere das Eliminatorische, also der Vernichtungsgedanke. Das heißt, dass diese Gruppen bis auf die letzte Person ermordet werden sollte. Und der Versuch und teilweise gelungene Versuch des Regimes, also von staatlicher Seite aus, dies auch umzusetzen.
Ich würde jetzt gern wieder zur Justiz zurückkommen und erläutern, wie sich diese Konzeptionen auch in der Gesetzgebung niederschlugen, und erläutere dies am Beispiel der Asozialen, weil bei wenig anderen Gruppen die unscharfen Grenzen dieser Volksgemeinschaft so deutlich zutage treten. Und gleichzeitig wird an diesem Beispiel auch die deutliche Radikalisierung im Strafrecht ersichtlich. Wer sich mit der Gesetzgebung und der Rechtsprechung im Dritten Reich beschäftigt, wird der Klassifizierung von Angeklagten als Asoziale sehr, sehr häufig begegnen. Und die Gruppe der Asozialen war weder homogen noch klar definiert, und sie vergrößerte sich im Laufe der Zeit, weil immer neue Gruppen dazugerechnet wurden. Ich habe hier quasi der Versuch von Historikern zu sammeln, wer unter diese Gruppe fiel, und das war eine sehr heterogene, große Gruppe, die von außen eine Sammelbezeichnung auferlegt wurde, und zwar für abweichendes Verhalten unterschiedlichster Form. Das heißt, dieser Vorwurf der Asozialität traf sehr viele Menschen, aber er war nicht in dem Sinne willkürlich, dass er jeden treffen konnte oder dass man von heute auf morgen als asozial galt, sondern er galt vor allem Personen, die durch unangepasstes und abweichendes Verhalten aufgefallen waren. Also, wie ich schon gesagt hatte, lesbische Frauen zum Beispiel, Frauen, die ihre Sexualität frei ausleben wollten, Frauen mit wechselnden Partnern, aber auch diejenigen, die sich nicht in die rigiden Strukturen der Arbeitswelt integrieren wollten. Es gab im Laufe des Dritten Reichs mehrere Tendenzen, die sich durchsetzten und die auch immer stärker durchgesetzt wurden von Justiz, aber auch von der Gesetzgebung, also von der Regierung. Und zwar einerseits, dass Straftäter in zwei Gruppen einzuteilen waren, nämlich einerseits in diejenigen, die noch als besserungsfähig galten, und in diejenigen, die als nicht mehr besserungsfähig angesehen wurden. Und das hatte mit ganz bestimmten Erklärungsmustern von Kriminalität zu tun, die auch nicht die Nationalsozialisten erfunden haben, sondern die auch in der Weimarer Republik schon sehr ausführlich diskutiert wurden, nämlich, dass es neben sogenannten Bagatelltätern, also diejenigen, die nur mal gestrauchelt sind und wieder reintegrierbar sind, auch Menschen gibt, die wegen ihrer Erbanlagen zu Kriminellen geworden waren. Und gerade diese Menschen wurden dann sehr häufig als Asoziale kategorisiert. Und das zeigt auch wieder die Integrations- und Ausschlussmechanismen, die ich gerade beschrieben habe. Nämlich die einen können wieder zurück, auch wenn sie sich vielleicht mal falsch verhalten haben. Die anderen aber sollen für immer ausgeschlossen werden. Darüber hinaus gewann die Tätertypenlehre an Bedeutung. Das war eine personalisierende Rechtslehre, das heißt nicht mehr die eigentliche Bewertung der Tat stand im Vordergrund, sondern das Vorleben oder die Gesinnung des Täters. Mit ihr konnte das Regime, also mit dieser Tätertypenlehre, konnte das Regime dann gesellschaftliche Feindbilder auf bestimmte Tätergruppen projizieren. Das heißt, Verbrechen wurde als charakterliche Bösartigkeit bewertet, als individuelle Lebensführung schuld und nicht als eine Tat, die in einem ganz bestimmten situativen Kontext geschah. Das heißt, klare Feindbilder nach außen konnten durchaus auch die Integration nach innen fördern. Gut, wie sah das in der konkreten Umsetzung aus? Einen äußerst wichtigen Schritt in diese Richtung unternahm die Regierung schon Ende 1933 mit dem Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher, das Ende November erlassen wurde. Und es ist beispielhaft für zahlreiche Maßnahmen gegen Asoziale und Kriminelle. Und es war aber auch ein ganz wichtiges und zentrales Gesetz für die Rechtsprechung im Dritten Reich. Wie sah das aus? Zu einem gab es die Möglichkeiten einer deutlichen Strafverschärfung, und gleichzeitig führte das Gesetz Maßregelungen der Sicherung und Besserung ein.
Und die Idee dahinter war, dass die Menschen, die das Gericht als schuldunfähig oder vermindert schuldfähig einstufte, zur Besserung in Disziplinaranstalten eingewiesen wurden, also etwa eine sogenannte Trinkerheilanstalt, das waren Anstalten für Alkoholkranke, oder eine Heil- und Pflegeanstalt, also ein psychiatrisches Krankenhaus. Man darf sich beide Anstalten nicht als Heilanstalten oder als medizinische Behandlungsanstalten vorstellen, sondern es waren Disziplinaranstalten, in denen die Menschen sehr repressiven Maßnahmen unterworfen waren, und die Heil- und Pflegeanstalten waren während der Euthanasiemorde der zentrale Ort, wo dann psychisch Kranke umgebracht wurden. Dann gab es die Maßregeln der Sicherung, und diese dienten dem vermeintlichen Schutz der Gesellschaft vor dem Verbrecher. Das heißt, es war notwendig, die Menschen wegzuschließen, und zwar nicht als Strafe, diese wurde ohnehin verhängt, sondern als zusätzliche Maßnahme. Das heißt, wenn der Verbrecher, der Verurteilte, besonders gefährlich war, dann konnten ergänzende Maßnahmen eingesetzt werden. Und in diesem Sinne wurde die Sicherungsverwahrung eingeführt, die das Gericht gegen einen sogenannten gefährlichen Gewohnheitsverbrecher anordnen konnte. Sie war unbefristet, auch wenn der Richter die nachprüfen musste, alle paar Jahre. Und die Sicherungsverwahrung, das wissen Sie ja sicherlich, besteht heute noch und war bereits in der Weimarer Republik eine sehr intensiv diskutierte Maßregel. Im Nationalsozialismus wurde etwa 15.000 Mal die Sicherungsverwahrung verhängt. Also es betraf eine sehr große Gruppe von Menschen. Weitere Maßregeln waren, das will ich nur ganz kurz sagen, das Arbeitshaus, auch eine Einrichtung, die aus der Weimarer Republik übernommen wurde, in der die Menschen also am Anfang zur Arbeit gezwungen wurden, aber irgendwann waren es Anstalten, wo auch durch gezielte Misshandlungen und Unterversorgung die Menschen auch starben. Und die Möglichkeit der Kastration, also Personen, die wegen sexuellen Missbrauchs, aber auch wegen Homosexualität verurteilt wurden. Ich mache jetzt einen Sprung in den Krieg, denn dort passierte noch mal ganz viel. Also zu Kriegsbeginn wurde eine Flut von neuen Gesetzen und Verordnungen verabschiedet, die das neue Kriegsstrafrecht bildeten. Das heißt, zahlreiche Delikte wurden nun nach Kriegsgesetzen geahndet, aber es entstanden auch ganz neue Deliktfelder, für die vor allem die Sondergerichte zuständig waren. Die Rechtsprechung verschärfte sich, das sieht man gut an den Todesurteilen, die verhängt wurden. In der Vorkriegszeit waren es etwa 660 Todesurteile, die deutsche Gerichte ausgesprochen hatten. Im Krieg waren es rund 15.000. Ein neuer Tätertyp wurde diskutiert und auch in Gesetze gegossen. Das war der Volksschädling. Es gab zu Beginn des Krieges eine Verordnung gegen Volksschädlinge, die Plünderungen und Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Krieg begangen wurden, unter Strafe stellten. Und es war eine sehr, sehr harte Verordnung, denn Plünderungen wurden grundsätzlich mit dem Tod bestraft und andere Verstöße mit langjährigen Zuchthausstrafen geahndet. Was das genau heißt, war tatsächlich nie so ganz definiert während des Krieges, denn es war eine sehr vage Verordnung, die großen Auslegungsspielraum ließ. Das heißt, was eigentlich unter den Straftatbestand der Plünderung fällt, das war nicht ganz klar. Und das lag sehr stark im Ermessen des Staatsanwalts, der die Anklage erhob, oder dann letztendlich natürlich des Richters, der das Urteil fällte. Auch ein Volksschädling war nicht ganz klar definiert. Es gab Schieber, Wucherer, Landesverräter, waren alles Termini, die unter den Begriff des Volksschädlings fielen. Und später war es dann vor allem der Plünderer,
oder der Wirtschaftssaboteur, also diejenigen, die nach Ansicht der Machthaber die deutsche Kriegswirtschaft geschädigt haben. Wie konnte das konkret aussehen? Das zeigt sich schon bei Delikten, die abends oder nachts begangen wurden. Es gab während des Krieges die Verdunklung, also das heißt, alle Fenster mussten abgehängt werden, es gab keine Straßenlaternen mehr und die Autos und Straßenbahnen durften auch nur mit eingeschränktem Licht fahren. Das diente dazu, den alliierten Flugzeugen nicht den Weg zu den großen Städten zu weisen. Alle Delikte, die abends oder nachts während der Verdunklung begangen wurden, konnten unter die Volksschädlingsverordnung, also die besagte Verordnung, fallen, weil sie unter Ausnutzung des Kriegszustandes begangen wurden. Hier muss man aber sagen, dass sich sehr viele Beispiele einer extrem einheitlichen Anwendung finden. Das heißt, ob dann die Volksschädlingsverordnung angewendet wurde oder nicht, auch wenn das Delikt nachts geschah, lag daran, ob der Angeklagte als Volksschädling, also als Typ des Volksschädlings, kategorisiert wurde. Ich habe hier auch, das haben Sie ja quasi schon gesehen, eine öffentliche Bekanntmachung aus Köln. Das ist ein sehr bekannter Fall einer Frau, die wegen Plünderns hingerichtet wurde vom Kölner Sondergericht. Diese Frau hatte während eines Fliegerangriffs, also während der Alarm ging und die Leute im Luftschutzbunker saßen, angeblich einige Wäschestücke gestohlen aus einem Haus. Sie wurde gefasst und innerhalb weniger Stunden von dem Sondergericht verurteilt. Das ist ein sehr harter Fall und ist nicht unbedingt repräsentativ für die Masse der Fälle, die in der Zeit vor Gericht kamen. Also es kamen sehr, sehr viele Leute wegen Kriegswirtschaftskriminalität oder Kriegsdelikten vor Gericht. Und es war beileibe nicht so, dass alle grundsätzlich mit dem Tod bestraft wurden, sondern es gab eine sehr breite Palette von teilweise aber auch sehr, sehr harten Strafen, Zuchthausstrafen zum Beispiel. Und es war auch so, dass es uneinheitliche Bewertungskriterien gab. Also nicht alle Angeklagten wurden hart bestraft für abweichendes Verhalten. Also beispielsweise Schwarzmarkthandel, Betrugsdelikte, heimliche Schlachtungen waren immer davon abhängig, ob die Täter als Volksschädlinge oder als Asoziale eingestuft wurden oder nicht. Und wenn das der Fall war, dann konnte ihnen hohe Strafen drohen. Wenn das nicht der Fall war, zum Beispiel bei bisher unbescholtenen Angeklagten, dann konnte es hier auch eine eher niedrigschwellige Bestrafung geben, also etwa Geldstrafen und kleinere Gefängnisstrafen. Was trotzdem die Furcht, die diese Repression auslöste, die darf man nicht unterschätzen, denn auch ein halbes Jahr Gefängnis für vielleicht, sage ich mal, in der Kriegszeit einen Betrug auszuführen, konnte für die Leute schon sehr, sehr hart wirken. Auch wer verurteilt wurde, das hieß nicht, dass der Ablauf, also der Strafvollzug, dann den Weg ging, den wir uns heute vorstellen oder den wir kennen. Der Strafvollzug bedeutete für viele verurteilte Häftlinge außergerichtliche Repressionsmaßnahmen, Verschleppung in KZs oder auch Ermordung. Und ganz konkret wurde das 1942 gemacht, als Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, mit dem Reichsjustizminister Thierack ein Abkommen machten, dass alle Sicherungsverwahrten, die Gefangenen aus Osteuropa, alle Häftlinge, die Sinti und Roma waren, jüdische und viele asoziale Häftlinge an die SS übergeben werden sollten. Insgesamt wurden etwa 20.000 Strafgefangene in die Konzentrationslager deportiert, zur Vernichtung durch Arbeit. Und viele kamen auch nach Auschwitz. Die jüdischen Gefangenen, die damals noch in den Gefängnissen waren, kamen allesamt nach Auschwitz. Das heißt, die Maßregeln der Sicherungsverwahrung, von denen wir vorhin gehört haben, wurden im Krieg
nochmal quasi eine Kategorie, weswegen die Leute dann in die Vernichtungslager deportiert wurden. Okay, das war jetzt sehr viel über das Justizsystem und die Gesetzgebung des Nationalsozialismus. Und dabei ist ja sehr klar geworden, oder habe ich versucht klarzumachen, dass viele rechtswissenschaftliche Konzepte, die der Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen dienten, bereits vor 1933 diskutiert wurden. Wenn man sich anguckt, was war denn mit der Rechtswissenschaft, was war denn mit der Jura? Da muss man einerseits sagen, dass die Gerichte, also quasi die ausführenden Instanzen, traditionell sehr schwerfällige Institutionen waren. Man kann sagen, es gibt Beharrungstendenzen im Gerichtssystem. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Ausbildung zum Richter in der Zeit in der Regel über 10 Jahre gedauert hat. Das heißt, dass die meisten von denen, die Richter waren, nicht während des Dritten Reichs, sondern davor ihr Studium absolviert hatten. Und es heißt auch, dass es die Nationalsozialisten niemals geschafft haben, die Gerichte durch jüngere, vielleicht auch politisch überzeugte Nationalsozialisten zu ersetzen, sondern diese traditionell lange Ausbildungszeit war auch ein strukturelles Hindernis geworden. Eine Kluft zwischen Wissenschaft und Praxis nannten es die Nationalsozialisten dann auch selber. Das bedeutet nicht, dass es ernsthafte Probleme gab, die neuen Gesetze auch tatsächlich umzusetzen, aber es gab eben häufig Unsicherheiten, wie die eine oder die andere Verordnung anzuwenden war und auch, wie ich schon gesagt habe, eine Uneinheitlichkeit in der Anwendung. Ja, wie sah es an den Universitäten aus? Die liberalen, demokratischen und natürlich alle jüdischen Professoren waren nach der Machtübernahme entlassen worden und an die Universitäten waren eher die jüngeren Akademiker um die 30 gedrängt. Es gab Rechtswissenschaftler an den Universitäten, die einen teils großen Einfluss auf die Strafgesetzgebung im Dritten Reich hatten, aber das hatte auch seine Grenzen, weil mit den teilweise recht umfassenden und manchmal auch nicht ganz durchdachten Forderungen nach einem neuen völkischen Recht konnte das Rechtssystem, das ja sehr komplex und kompliziert war, nicht auf die Schnelle umgestaltet werden. Und man muss hervorheben, dass es nicht eine kontinuierliche Linie gab, wie das Rechtssystem auszusehen hatte, sondern es gab unterschiedlichste Richtungen, es gab Kontroversen, Rivalitäten und das ist auch überhaupt nicht ungewöhnlich, weil es sehr viele Kompetenzkonflikte während des Dritten Reichs gab. Und das heißt, es gab Initiativen für umfassende Gesetzbuchs- und Gerichtsreformen, aber die blieben in der Regel fruchtlos, denn es gab Zeitmangel, Personalmangel, gerade im Krieg und es gab heftigste interne Interessenskonflikte, sodass die Pläne meistens nicht umgesetzt werden konnten. Das heißt, die Gesetzgebung bestand meistens dann aus einzelnen Verordnungen, einzelnen Gesetzen, die erlassen wurden, eine sogenannte Augenblicksgesetzgebung, die aber im Übrigen den Machthabern auch viel, viel mehr Freiheiten ließen als Reformen, die vielleicht dann selbstbindend gewesen wären. Dennoch gab es, wie gesagt, es gab Juristen, die versucht haben, Einfluss zu nehmen und die es teilweise auch geschafft haben. Ich möchte als Beispiel die sogenannte Kieler Schule nennen, also Juristen, die an der Kieler Universität lehrten. Hier ist auch zu sagen, dass diese Kieler Schule eher eine Ausnahme waren, dass sich dort explizit nationalsozialistische Juristen konzentrierten und die Universitäten woanders meistens eher so ein bisschen durchmischter waren und die auch intern nicht unumstritten waren. Es gab viele Streits, also es gab zum Beispiel auch einen Streit zwischen Marburger und Kieler Juristen, ein rechtswissenschaftlicher Streit.
der eher als intern zu begreifen ist und nicht als politische Auseinandersetzung. In Kiel bemühten sich die Juristen, völkisches Denken und die Rassenideologie in das Recht zu integrieren und versuchten das vor allem im Strafrecht, wo sie sehr stark auf die Einführung des eben genannten Täterstrafrechts pochten. Und sie arbeiteten darüber hinaus darauf hin, die Rechtsungleichheit der Nationalsozialisten theoretisch zu fundieren. Das heißt beispielsweise, dass sie 1935, kurz bevor die Nürnberger Gesetze, die Nürnberger Rassengesetze verabschiedet wurden, die Forderung erhoben, dass Juden nicht als Menschen mit bürgerlichen Rechten im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuchs gelten sollten, sondern dass diese Rechte nur für Volksgenossen gelten dürften. Zwei Juristen der Kieler Schule, Wolfgang Siebert und Friedrich Schaffstein, die diverse Rechtsgedanken der Nationalsozialisten mitgestaltet haben, vielleicht auch transformiert haben, verändert haben, die dem sehr nahe standen, die auch im Bereich des Jugendrechts eine sehr einflussreiche Rolle übernommen hatten. Im Jugendrecht gab es anders als in anderen Bereichen 1943 eine Reform des Jugendgerichtgesetzes, das ganz zentrale Maßnahmen gegen Jugendliche, zum Beispiel die Möglichkeit der Einweisung in Jugendkonzentrationslager, die Möglichkeit einer unbestimmten Verurteilung, das heißt quasi eine Verurteilung, die keine festgesetzte Jahresgrenze hat, sondern auf mehrere Jahre hinaus gelten konnte, die das rechtlich fixierten. Hier ist wiederum zu sagen, und das schmälert nicht, das, was quasi aus der Kieler Schule passiert ist, ist, dass die Machthaber dem meistens auch einen Schritt voraus waren. Also zum Beispiel gab es dieses Jugendgerichtgesetz, aber die Maßnahmen gegen die Jugendlichen, die gab es schon lange Jahre zuvor, die hat die Polizei einfach durchgesetzt. An diesen beiden Juristen möchte ich quasi zum Abschluss den Sprung in die Nachkriegszeit machen. Die Zeit nach 1945 wäre eigentlich Stoff für einen eigenen Vortrag, aber es ist da sehr viel passiert. Direkt nach 1945, nach der Kapitulation Deutschlands, setzten die Alliierten erstmal das gesamte deutsche Gerichtssystem außer Kraft. Und Justizbeamte wurden erst nach Prüfung durch die Alliierten wieder eingestellt. Und das geschah in den ersten Jahren noch sehr, sehr zögerlich. Das heißt, gerade ehemalige Parteimitglieder mussten teilweise sehr lange warten, bis sie wieder eingestellt wurden. Aber bis in die 50er Jahre konnten die meisten Juristen mit einigen Ausnahmen die sehr exponierten Nationalsozialisten wieder in den Staatsdienst oder an die Universitäten zurückkehren. Und dabei war auch die gegenseitige Unterstützung von großer Bedeutung. Das heißt, die Rechtsanwälte, Richter und Staatsanwälte stellten sich gegenseitig entlassende Schreiben aus und halfen sich auch gegenseitig wieder in ihre Funktion zurückzukehren. Ja, was passierte zum Beispiel mit diesen beiden Juristen? Wolfgang Siebert konnte ab 1950 wieder an der Universität in Göttingen lehren. Er war dann später in Heidelberg bis 1959 und ist ein sehr wichtiger Kommentator des BGBs geworden. Schaffstein war zwischen 1954 und 1969 ebenfalls an der Göttinger Universität und wurde zu einem sehr wichtigen Vertreter des Jugendstrafrechts. Eine gerichtliche Verfolgung der Justizverbrechen gab es nur sehr marginal. Es gab den Nürnberger Juristenprozess 1947 gegen 16 nationalsozialistische Juristen, vor allem Ministerialbeamte, wo zumindest viermal lebenslängliche Haftstrafen und ansonsten hauptsächlich Zuchthausstrafen verhängt wurden. Die wenigsten Richter jedoch und Staatsanwälte
wurden mit Strafverfahren belangt für ihre Tätigkeit während des Dritten Reichs. Das hat auch ganz bestimmte juristische Probleme, nämlich die Frage, wie die Gesetze angewendet wurden, ob es Rechtsbeugung gab, also sprich, ob die Gesetze nicht richtig angewendet wurden oder nicht. Und da die Nationalsozialisten die Gesetze und Verordnungen ja durchaus erlassen haben, war das zum Beispiel immer ein juristischer Hinderungsgrund für Strafverfahren. Besonders bitter, muss ich sagen, war ein gescheiterter Versuch des bundesrepublikanischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer, Mitte der 60er Jahren ein Verfahren anzustrengen, und zwar gegen Justizangehörige, die in die Euthanasieverbrechen verwickelt gewesen waren. Er konnte durch sehr lange Ermittlungen nachweisen, dass die Justizspitze in die Euthanasie eingeweiht waren, und alle Ermittlungsverfahren wurden kurz nach Bauers Tod im Jahr 1968 eingestellt. Eine Rehabilitierung der Opfer der NS-Justiz gab es auch nur sehr begrenzt. In den letzten Jahren hat sich da mehr und mehr getan, also es wurden mehr und mehr Opfer rehabilitiert. Es gab eine pauschale Rehabilitierung bestimmter Verurteilter, also zum Beispiel Deserteure oder Menschen, die nach dem Paragraph 175 als Homosexuelle verurteilt wurden. Aber umstritten oder gar nicht diskutiert blieb immer noch die Anerkennung anderer Opfergruppen, beispielsweise jener, die als Asoziale verurteilt und ermordet wurden. Also solche Opfer wurden niemals rehabilitiert und erhielten auch keine Entschädigung. Und auch Roma und Sinti wurden jahrzehntelang nicht als rassistisch Verfolgte anerkannt, sondern von ihnen wurde behauptet, sie seien als Asoziale verurteilt worden und hätten deswegen keinen Anspruch auf Entschädigung. Was die Gesetzgebung angeht, wurden die Gesetze aufgehoben, die explizit nationalsozialistischen oder antijüdischen Charakter hatten. Das war eines der ersten Gesetze, die die Alliierten erlassen haben. Aber es war quasi alle anderen Gesetze, auch diejenigen, die während des Dritten Reichs verschärft wurden oder eingeführt wurden, blieben bestehen. Also beispielsweise der Paragraph 175 Strafgesetzbuch, der Homosexualität unter Strafe stellt, wurde erst 1994 vollständig abgeschafft. Das Gesetz gegen Gewohnheitsverbrecher, das ich vorhin genannt hatte, das wurde 1949 abgeschafft, aber die Sicherungsverwahrung blieb in Kraft und wurde in den letzten Jahren noch weiter verschärft. Also Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre wurden die Möglichkeiten der Sicherungsverwahrung verschärft, und jetzt erst vor wenigen Wochen gab es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur nachträglichen Anwendung der Sicherungsverwahrung. Aber all diese Diskussionen und Probleme in der Nachkriegszeit zeigt die ganze Schwierigkeit des Themas, dass nämlich immer wieder Stereotypen zutage kommen, die seit Jahrhunderten tradiert sind, und es immer noch Kriminalitätsbilder gibt gegenüber Menschen, die per se oder von Geburt aus kriminell sind, und das bis heute eine Diskussion zu dem Thema erschwert und auch, ich sage leider, eine juristische und entschädigungsrechtliche Aufarbeitung des Unrechts verhindert hat. Dankeschön. Vielen Dank. Erstmal an dich. Ich würde jetzt die Fragerunde eröffnen. Wenn es schon Anmerkungen oder Fragen gibt, dann gerne auch erst aus dem Plenum. Ansonsten hätte ich da auch eine zu bieten. Aber Der Pep bei solchen Sachen ist ja immer erst, wenn man sagt, was ist es denn für heute? Ja? Was ist denn die Nutzanwendung für das heutige System? Gibt es einen speziellen Bereich, der Sie da interessiert? Oder? Na, die Kontinuität wurde ja schon angesprochen, aber das hätte ich mal ein bisschen konkreter anhand von ein paar Beispielen gehabt. Die Vortragende wird sich einfach Beispiele zu anfangen.
nehme ich an. Sie meinen die personelle Kontinuitäten? Einerseits die personellen Kontinuitäten, die sind sehr wichtig, ganz klar. Und das Zweite ist natürlich, was Sie sagten, also der Mordparagraf ist in der Formulierung von Freisler heute noch im Strafgesetzbuch drin. Personalrecht, personifiziertes Recht. Paragraf 240, das ist die Nötigung, wurde, heute nennt sich es mit Verwerflichkeit aufgefüllt. Also da gibt es jede Menge Sachen. Ich würde gerne hören, was Sie davon wissen, was Sie für besonders wichtig halten. Ich würde sagen, du hast direkt. Also für wichtig halte ich auf jeden Fall die Tatsache, dass die meisten Justizbeamten wieder in den Dienst gehen konnten. Es gibt leider bisher keine umfassenden Forschungen, wie viel das genau waren, aber es waren zumindest aus meinem Untersuchungsgebiet sicherlich 80-90%, die dann wieder als Richter arbeiten konnten. Es gab ich kann es auch mal konkret an Beispielen machen, es gab den Versuch, gegen Richter strafrechtlich vorzugehen, die in den besetzten Gebieten tätig gewesen waren. In den besetzten Gebieten hatte die Justiz noch viel mehr als im Reich eine Funktion, die Bevölkerung zu kontrollieren und zu unterdrücken. Da wurden massenhaft Todesurteile gefällt. Es war bekannt, welche Richter das waren, welche Richter an welchen Sondergerichten tätig waren. Es war nicht nur ein Problem der Quellenlage. Also wir wissen ja, dass nach 1945 es ein Problem gewesen ist, in Polen und der Sowjetunion juristische Nachforschungen zu betreiben, tatsächlich für Ermittlungsbeamte. Es war aber möglich in den Niederlanden, in Luxemburg, in Frankreich. Und da gab es auch Prozesse, also es gab zum Beispiel einen Prozess in Luxemburg gegen Kölner Juristen, die teilweise zu sehr hohen Strafen und auch zum Tode verurteilt wurden. Diese Richter waren aber alle bereits wieder in der Bundesrepublik und wurden nicht ausgeliefert, was rechtlich fixiert ist. Also das ist ja ein Problem, dass NS-Täter von Deutschland auch nicht ausgeliefert werden an die Staaten, die Prozesse führen. Und das wurde in Deutschland überhaupt nicht, in der Zeit überhaupt nicht diskutiert. Also das war eher, es gab eher eine Empörung darüber, dass jetzt nach all den Problemen, die es gegeben hat durch die Kapitulation Deutschlands und die Nachkriegszeit, jetzt auch noch strafrechtliche Konsequenzen zu erwarten seien. Also da gab es auch auf jeden Fall Missstimmungen in den jeweiligen Ländern, gerade in den Niederlanden und in Luxemburg, die eigentlich auch versucht haben, damit juristisch umzugehen. Mich interessiert die Frage, haben Sie in Ihren Forschungen Zahlen zur Verfügung, wie viele Richter an deutschen Gerichten nach 1933 von den Nationalsozialisten in Bedrängnis geraten sind und bestraft wurden oder weggesperrt oder umgebracht? Oder ist die Richterschaft sozusagen als nationalsozialistische Bande übergelaufen und jetzt haben wir einen neuen Dienstherr, jetzt machen wir es mal so rum? Also gibt es offizielle Forschungszahlen, die belegen können, dass es auch Demokraten gab? Die gibt es auf jeden Fall und es war sehr, also die nach Regionen gegliedert war sehr unterschiedlich. Also in Köln war es anders als in Baden zum Beispiel. In Baden gab es eine viel stärkere liberale und demokratische Tradition unter Richtern, als es in Preußen gab zum Beispiel. Insgesamt und auch jetzt für den Kölner Bezirk ist mein Untersuchungsgebiet, kann man sagen, dass es nicht so wahnsinnig viele Richter nach 1933 in Bedrängnis kamen, weil es tatsächlich auch eine ziemlich niedrige Rate an jüdischen oder, sag ich mal, politisch linksstehenden Richtern gab. Das hatte auf jeden Fall viel mit dem preußischen Gerichtssystem zu tun.
das aber auch mit, sage ich mal, der Entscheidung von eher konservativen Menschen, die Jura studiert haben, dann Richter zu werden. Also es gab keine besonders große Anzahl von Richtern, die 33 jetzt explizit gegen die Nazis eingestellt wurden. Wo man sagen kann, dass es Konflikte gab, war es mit Richtern, die zum Beispiel im katholischen Milieu verankert waren. Also da gab es auch durchaus bis in die Kriegszeit hinein noch ziemlich schwere Auseinandersetzungen. Ja, ich hätte eine Frage, und zwar hätte ich gerne gewusst, ob Sie Ihrer Einschätzung nach ähnlich fündig geworden wären, wenn Sie sich mal mit der deutschen Anwaltschaft in der Zeit von 1933 bis 1945 befasst hätten. Ich glaube nicht. Also ich glaube, das hätte sehr anders ausgesehen. Also ich habe mich nicht mit der Anwaltschaft befasst. Das ist ein Thema, das noch ziemlich brach liegt. Also es gibt zwar einige Studien dazu, aber nicht besonders viele. Und die Funktion von Anwälten war auch eine ganz andere. Also ich nehme an, Sie meinen die Rechtsanwälte. Die Rechtsanwälte, die Rechte der Rechtsanwälte wurden immer mehr beschnitten, gerade im Krieg. Also das heißt, die Möglichkeiten von Rechtsanwälten für ihre Mandanten einzutreten, wurden immer geringer und ihre Erfolgsaussichten wurden auch immer geringer. Das heißt, sie konnten zwar Gnadenersuche stellen, aber die Frage, ob die dann durchgingen oder gewährt wurden, ist nochmal eine andere. Und es gibt auch viele Berichte darüber, dass die Rechtsanwälte keinen guten Stand hatten am Gericht und dass sie auch immer so ein bisschen geschasst wurden. Also, und das ist auch immer eine politische Frage war, welche Mandanten verteidigt man die, wie stark setzt man sich für sie ein. Und dass auch zum Beispiel die Juden, die jüdische Bevölkerungsgruppen, dass die ja insofern auch isoliert wurden, dass nur noch jüdische Rechtsanwälte sie verteidigen konnten. Also ich glaube, da hätte man ein ganz anderes und wahrscheinlich ein sehr breit gefächertes Ergebnis gefunden. Vielleicht noch als kleine Ergänzung, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber es gab sogar Anwälte, die vor Gericht dann höhere Strafen gefordert haben, damit ihre Mandanten nicht früh entlassen werden, um dann direkt in die Arme der Gestapo zu laufen und dann sofort getötet zu werden. Also in einigen Texten ist davon die Rede, dass das dann die Strategie wurde vor Gericht, möglichst hohe Haftstrafen in Gefängnissen zu bekommen, die es eben ermöglicht haben, dass die Mandanten überhaupt weiterleben konnten. Also da wird die Rolle eines Rechtsanwalts ja vollkommen verschoben. Gut, nur als kleiner Exkurs. Da vorne, ja. Ja, es gab ja nach 1947 und den Prozessen der Alliierten einen heftigen Widerstand dagegen, dass deutsche Gerichte die Gerichtsbarkeit fortsetzen. Und mich würde interessieren, wie da die Landschaft aussieht. Fritz Bauer war wohl der erste und einzige, der Zeit dafür gekämpft hat. Wer hat ihn behindert? Wer hat ihn unterstützt? Wie verhält sich zum Beispiel Böckenförde? Böckenförde aus dem Milieu von Karl Schmidt, der wird ja auf keinen Fall die Gerichtsbarkeit bezüglich der Nazitäter gefordert haben. Das heißt, haben die Leute den Fritz Bauer behindert? Wie sieht da die Forschungslage aus? Und dann noch zweite Frage, speziell Marburg, gibt es inzwischen eine Publikation zu den Juristen an der Marburger Universität im Hinblick auf ihr Nazitum vor 45 und nach 45? Also die zweite Frage kann ich vielleicht an die Marburger, bevor ich hier im Saal abgebe, vielleicht weiß das jemand, ich bin leider, was die Marburger Geschichte angeht, nicht so bewandert. Also ich weiß, dass die Marburger Geschichtswerkstatt sich damit auseinandersetzt, mit dem lokalen Bezug und den Kontinuitäten nach 1945. Es kann auch sein, dass es da schon Publikationen zu gibt. Da würde ich sie dann ins Internet verweisen, aber die Geschichtswerkstatt hat auf jeden Fall dazu gearbeitet, schon einige Jahre lang. Und es gibt auch einen Experten, den wir wahrscheinlich im Herbst noch einladen werden, um diesen lokalen Schwerpunkt nochmal zu bearbeiten. Also
Da würde ich Sie dann vielleicht jetzt erstmal drauf verweisen, aber mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen. Ich weiß nicht. Und was Ihre erste Frage angeht, da ist die Forschung noch auch sehr am Anfang. Also es gibt jetzt gerade Forschungsprojekte über die Entnazifizierung, über den Umgang der Justiz mit der Justiz in der Nachkriegszeit. Also es ist noch nicht sehr ausreichend erforscht. Ich glaube, es war, ohne jetzt da die absolute Spezialistin für die Zeit zu sein, ich glaube, es war so eine Gemengelage, auch aus Interessen, also auch aus diejenigen, die auch unter der Nazizeit zu leiden hatten oder ausgewiesene Nazi-Gegner waren, haben oft in der Nachkriegszeit dann sich dafür eingesetzt, dass Verfahren eingestellt wurden, dass nicht allzu hart gegen ehemalige Parteimitglieder vorgegangen wurden. Und ich glaube, es ging auch viel darum, wie soll man es nennen, ohne es zu positiv zu bezeichnen, so einen Frieden herzustellen, so eine Befriedung herzustellen, einfach die Konflikte auch ein bisschen abzufedern, ein bisschen weicher zu machen. Es war Strafvereinigung, nicht Befriedung. Ich glaube, in deren Logik, also ich meine, Konrad Adenauer ist ein gutes Beispiel dafür, der wirklich kein Nazi war und sicherlich auch gegen die war, aber trotzdem nach dem Krieg sehr viel dafür getan hat, dass Nazis nicht verfolgt wurden. Und das, ja, da gab es auch politische und soziale Netzwerke, die sich dann gegenseitig unterstützt haben. Und ich denke, Fritz Bauer war auf jeden Fall dann ein Einzelkämpfer. Ob ihm tatsächlich Steine in den Weg gelegt wurden, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat keiner Interesse daran gezeigt, was er da eigentlich macht. Also er hat es einfach mit den Möglichkeiten, die er hatte, durchgeführt. Also zum Beispiel die Ermittlungen zu den Euthanasieverfahren. Und dann, ja, wurde es eingestellt, obwohl alle Akten vorlagen. Gut, dann da hinten. Ja, ich habe einige Fragen. Zunächst mal finde ich es sehr verdienstvoll, dass das Thema überhaupt mal erörtert wird, denn vieles ist ja über Jahre und Jahrzehnte bezüglich der deutschen Justiz verschwiegen worden. Ich fände es aber gut, wenn man die faschistische Terminologie nicht übernimmt. Die Nationalsozialisten sind niemals national und niemals sozialistisch gewesen. Ihre Ziele hatten mit nationalen deutschen Interessen nicht das Geringste zu tun. Sie haben nie deutsche Interessen vertreten. Es ging um ein großgermanisches Reich, was bis an die Wolga reichen sollte und die slawischen, angeblich slawischen Untermenschen sollten samt und sonders ausgerottet werden, die Juden sowieso. Das hat mit deutschen, berechtigten deutschen Interessen überhaupt nichts zu tun. Der zweite entscheidende Punkt, sozialistisch waren sie erst recht nicht, denn es ging ihnen nicht um irgendeine Form der sozialen Gerechtigkeit, sondern es ging ihnen darum, ihre Rassen- und Wahnideen durchzusetzen und auf diese Art und Weise dann die Welt zu verbessern und die Welt zu reformieren. Das war die Vorstellung. Das hat also mit berechtigten deutschen Interessen und mit einer sozialistischen Einstellung absolut nichts zu tun. Und deshalb sollten wir uns angewöhnen, diese faschistischen Stereotypen nach und nach auch aus der Wissenschaft zu entfernen. Ich denke dabei auch an den Begriff der sogenannten Euthanasie. Das hat mit Euthanasie absolut nichts zu tun. Das war ein Patientenmassenmord. Und deshalb sollten wir auch klipp und klar sagen, es war ein Patientenmassenmord. Den Begriff Euthanasie, sofern überhaupt nur in Anführungszeichen verwenden, um deutlich zu machen, welche Sprachverwirrung hier eingetreten ist. Und statt Nationalsozialisten eben klipp und klar von Hitlerfaschisten zu reden. Denn faschistische Bewegungen hat es ja auch in anderen Ländern gegeben. Spanien, Frankofaschisten, in Norwegen, die Quislinge, selbst in Großbritannien hat es Faschisten gegeben. Also da fände ich es wichtig, auch im Interesse der Verdummung der deutschen Bevölkerung hier klare Begriffe zu wählen und im Interesse einer Aufklärung dafür Sorge zu tragen, dass eben die Neonazis hier in Deutschland keine neue Chance bekommen. Denn durch diese Begriffsverwirrung kann das sehr gefährlich werden. Ich habe dann einige Fragen an Sie. Die erste Frage bezieht sich darauf, wie schätzen Sie denn die deutsche Justiz in der Förderung des Hitlerfaschismus ein? Stimmen Sie der These zu, dass die deutsche Justiz die Hauptstütze des Naziregimes gewesen ist? Schon vor der Machterschleichung durch Hitler hat die deutsche Justiz alles getan, insbesondere nach dem Nazi-Putsch in München 1923, wo diese Hitlerbande mehrere Polizisten ermordet hat, um den Hitler zu schützen und zu unterstützen.
Der Hitler war kein Deutscher, er war Österreicher. Er hätte nach diesem Naziputsch nach Österreich ausgewiesen und dort unter die Guillotine, und das Fall beigehört. Er wäre da in Österreich wahrscheinlich auch zum Tode verurteilt worden. Gleichwohl hat die deutsche Justiz in einem aberwitzigen Prozess diesen Burschen zur Festungshaft verurteilt. Da habe ich früher mal gedacht, Festungshaft ist ja was ganz... Festungsurlaub ganz war das, bitteschön. Festungsurlaub. Wir ja, wollen doch korrekt bleiben. Da wurden doch die Reglements unterlaufen. Ich dachte, das ist was Fürchterliches. Festungshaft war eine Ehrenhaft. Und bei dieser Festungshaft von Adolf Hitler wurde darüber hinaus noch das Reglement unterlaufen. Das war ein besserer Sanatoriumsaufenthalt, den der schon vorher bekommen hat. 1933 hätte er gar nicht Reichskanzler werden können, weil er österreichischer Staatsbürger war. Und dann hat man ihn dann mit Hilfe der deutschen Justiz zum Oberregierungsrat ernannt und da konnte er auf diese Art und Weise Reichskanzler werden. Das heißt, die deutsche Justiz hat immer in der Kontinuität der reaktionären bürgerlichen Gesellschaft vor und nach dem Nazi-Regime immer Mittel und Wege gefunden, den Faschismus in jeder nur denkbaren Weise in Deutschland zu fördern. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist Ihre Stellungnahme zu der These, die deutsche Justiz ist ein Unrechtsregime in wesentlichen Gesichtspunkten. Ich denke dabei zum Beispiel an die Tatsache, dass eine totale Verkippung und Verfilzung der deutschen Justiz mit den jeweiligen Machthabern durch die Abschaffung des Ermittlungsrichters bereits bei der Reichsgründung unter Kaiser Wilhelm und dessen Vorgängern erfolgte. Das heißt, die Exekutive bestimmte die gesamte Strafgerichtsbarkeit. Der Kaiser Wilhelm war der oberste deutsche Strafrichter, der Gerichtsherr der deutschen Strafgerichtsbarkeit, und das ging dann auf den Adolf Hitler über. Und der Adolf Hitler konnte jeden Staatsanwalt deutschlandweit befehlen, was der Staatsanwalt zu tun und zu lassen hat, denn die Staatsanwälte waren weisungsgebundene Beamte. Und die Justiz hatte im Rahmen der Strafrechtspflege überhaupt keine Möglichkeit, etwas gegen den Willen des größten Führers der Zeiten, des Kulturvaters Adolf Hitler zu unternehmen. Wie beurteilen Sie diese unsägliche, bis zum heutigen Tag in der Bundesrepublik bestehende Verfilzung und Verquickung der Regierungsmacht mit einer angeblich unabhängigen Justiz? Sind Sie auch der Meinung, dass das ein blanker Hohn auf rechtsstaatliche Verhältnisse ist? Dritter Punkt, wie beurteilen Sie die Arbeitsgerichtsbarkeit? Da sind ja nun bis zum heutigen Tage faschistische Stereotypen vorhanden. Ich denke da Beispiel an die Treuepflicht der Arbeitnehmer, die ja aus der Volksgerichtsbarkeit entstanden ist und bis zum heutigen Tag nicht geändert worden ist. Und der letzte Punkt bezieht sich auf die Anwälte. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, dass Sie die Anwaltschaft da so positiv sehen. Tatsache war, dass die Anwälte 1935 durch das Rechtsberatungsgesetz das minimal verändert durch das Rechtsdienstleistungsgesetz bis zum heutigen Tage Gültigkeit hat, enorm privilegiert wurden, dass sie deshalb an diesen Privilegien bis zum heutigen Tage festgehalten haben und dass sie nichts dagegen unternommen haben, dass sie zu den Organen der Rechtspflege ernannt wurden. Dazu müssen Sie Folgendes wissen. Die Faschisten hatten bei ihrem Machtantritt in Deutschland, bei der Machtbeschleichung von Adolf Hitler, die Anwälte der Gerichtsbarkeit der jeweiligen Landgerichte unterstellt. Das heißt, der jeweilige Landgerichtspräsident konnte jeweils Disziplinarverfahren gegen Anwälte einleiten, die nicht spurten, im Sinne des faschistischen Regimes. Und die Landgerichtspräsidenten, die waren wiederum von der Regierung nach den faschistischen Kriterien ausgerichtet worden. Und dadurch bestand die Möglichkeit, dass die Gerichtsbarkeit die Rechtsanwälte bestimmt hat. Und genau das ist der springende Punkt. Und dieser springende Punkt ist bis heute ja Recht und Gesetz in der Bundesrepublik. Dankeschön. Wir haben jetzt alle vier Punkte aufgenommen. Ich bitte Sie, dass wir das Wort abschneiden. Das mache ich aber gerne. Da haben Sie kein Recht zu. Halten Sie vor, das muss so, ich werde jetzt einfach die Diskussion unterbrechen dahingehend. Wir wollen der Referentin die Möglichkeit geben, diesen Fragen ein paar Antworten hinzuzufügen. Das muss nicht in dem Detail geschehen, wie das jetzt in den Fragestellungen passiert ist, aber vielleicht können Sie sich so einige Punkte raussuchen. Ich kann ja vielleicht was zur Arbeitsgerichtsbarkeit sagen, weil das ein total spannendes Thema ist, wo man auch nochmal in eine ganz andere Richtung sieht,
wie dieses, und ich komme immer wieder darauf zurück, weil es einem immer wieder begegnet, wie dieses Volksgemeinschaftskonzept funktioniert hat oder umgesetzt wurde. Die Arbeitsgerichtsbarkeit war ein Rechtsbereich, wo die Nazis ganz, ganz früh, fast direkt nach 1933, interveniert sind. Also 1933 sind ja die Gewerkschaften zerschlagen worden, an deren Stelle ist die Deutsche Arbeitsfront getreten, also eine betriebliche Massenorganisation, die mit gewerkschaftlicher Organisation nichts mehr zu tun hatte. Es wurden sogenannte Treuhänder der Arbeit eingesetzt, die dafür zuständig waren, bestimmte arbeitsrechtliche Konflikte von den Gerichten fernzuhalten. Das heißt, Auseinandersetzungen zwischen zum Beispiel Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Arbeitnehmerverbände gab es ja in dem Sinne gar nicht mehr, sollten vor Gericht nicht mehr behandelt werden, sondern die sollten dann außergerichtlich geregelt werden. Das hatte eine repressive Befriedungsfunktion, dass Arbeitskonflikte gar nicht mehr entstehen können. Und gleichzeitig gab es einen total repressiven Maßnahmenkatalog gegen Arbeitnehmer. Also beispielsweise war es während des Krieges so, dass es keinen Kündigungsschutz, aber auch kein Kündigungsrecht mehr gab. Das heißt, man konnte nicht mehr kündigen, wenn man seinen Arbeitsplatz verließ, ohne dass der Arbeitgeber es einem erlaubte, kam man ins Gefängnis. Und das war auch gängige Rechtspraxis, die Leute zu Gefängnisstrafen zu verurteilen. Und die Arbeitsämter, also quasi der Staat, hatte Möglichkeit, Arbeitern ihre Arbeitsplätze zuzuweisen, ohne dass sie irgendeine Möglichkeit hatten, sich quasi dagegen rechtlich zu wehren. Das kurz zur Arbeitsgerichtsbarkeit. Was die Weisungsgebundenheit angeht, stimmt das sicherlich. Es gab auch die Möglichkeit, Urteile von Seiten des Reichsjustizministeriums nachzuprüfen und aufzuheben. Ich muss in meiner Forschung immer wieder darauf verweisen, dass das stimmt, dass das definitiv die Möglichkeit der Kontrolle des Regimes auf die Justiz war, aber dass von, von Köln, geschätzt, ganz genaue Zahlen wissen wir nicht, 50.000, 60.000 Urteile, die in der Kriegszeit in Köln, im Oberlandesgerichtsbezirk Köln gefällt wurden, nur die allerwenigsten wirklich zur Nachprüfung kamen, und von denen war nochmal die Frage, ob die dann wirklich aufgehoben wurden. Das heißt, dieser Justizbetrieb, der hat weiter funktioniert, ohne dass, ich meine, wie viele Leute haben im Reichsjustizministerium gearbeitet? Ein paar hundert, 300, 400, die waren gar nicht personell in der Lage, jede einzelne richterliche Entscheidung nachzuprüfen, sondern es hat halt einfach von alleine funktioniert, und das ist eigentlich das Erschreckende daran. Dankeschön. Da hinten? Es waren drei innerliche Fragen. Einmal, Punkt 1 war, im Zusammenhang mit der Kieler Schule sprachen Sie von expliziten Richtern. Sie haben aber vorher erläutert, dass es eigentlich keine NS-spezifische Richterausbildung gab, weil auch alles eigentlich schon in der Weimarer Republik sozialisiert waren. Deshalb meine Frage, ja, was ist denn, wie definiert man dann NS-spezifisch? Ist es dann nur das Parteibuch oder ist es wirklich die Prozesspraxis? Also die individuelle Anwendung, meinetwegen von solchen Klauseln wie Treu und Glaube, die dann nach rassistischen Gesichtspunkten ausgelegt worden sind. Da wären wir wieder bei der Volksgemeinschaft. Also was ist ein NS-spezifischer Richter? Und dann die dritte Frage und letzte Frage ist, Sie haben erläutert, dass im Zuge der Volksgemeinschaft der Inklusion und Explosion, dass dort auch verknüppelte Veteranen des Ersten Weltkrieges, also jetzt nicht die jüdischen Veteranen, sondern die arischen, sogenannten arischen Veteranen, auch ausgegrenzt und vernichtet worden sind. Da würde mich interessieren, ob Sie da auf Quellen gestoßen sind, weil es gab ja noch bis mitten in den Krieg hinein für die Veteranen jüdischen Glaubens durchaus verblieben werden, auch schon nach 1933. Rahmengesetz war ja ausgenommen, die sogenannten Veteranen. Und Sie haben jetzt angeführt, dass das sogenannte christliche Veteranen auch schon vernichtet oder ausgegrenzt worden sind. Das würde mich interessieren, in welche Formen.
Also vielleicht kurz zu dem zweiten, das ist wahrscheinlich nicht ganz klar oder nicht, habe ich nicht ganz deutlich gesagt. Die habe ich als Beispiel genannt für eine Gruppe, unter anderem auch neben alten Menschen, bei denen es Überlegungen gab, diese auch zu vernichten, das aber nicht umgesetzt wurde. Also es gab keine Mordaktion oder Vernichtungsaktion gegenüber Veteranen des Ersten Weltkriegs. Genauso wenig, wie es Mordaktionen gegenüber alten Menschen gab. Das war quasi Teil, die sogenannten Euthanasie-Programme waren in den Gedanken derjenigen, die sie geplant und konzipiert haben, waren noch viel, viel, viel weiter ausdehnbar. Also das war quasi ein Beispiel dafür. Ich würde genau sagen, wo denn diese Überlegung anstellt oder in welchen Dokumenten hat sich das denn niedergeschlagen? Also kann ich Ihnen jetzt nichts Konkretes sagen. Also das habe ich aus der einschlägigen Literatur zu dem Thema von Ernst Klee zum Beispiel. Aber kann ich gerne auch nochmal nachsehen. Also zum NS-Spezifikum, das ist eine ganz spannende und auch schwierige Frage, weil das tatsächlich schwierig ist, sowas zu spezifizieren. Also wann ist jemand Nationalsozialist, wann schlägt sich das in dessen richterliche Arbeit nieder und wann nicht. Also man kann auf der einen Seite sagen, auch wenn die meisten Richter nicht im Nationalsozialismus ausgebildet wurden, gab es sehr große Bemühungen der Nazis, die nationalsozialistische Rechtslehre denen in Form von Tagungen, Besprechungen, Lagerausbildungen näher zu bringen. Das wurde bis in die Kriegszeit hinein, wurde das ganz intensiv diskutiert und besprochen, wie sind welche Gesetze anzuwenden, wann gilt welche Verordnung. Also das wurde in der Praxis immer wieder besprochen. Und letztlich würde ich mich nicht unbedingt zwischen spezifischen NS-Gesetzen und Gesetzen, die während der NS-Zeit erlassen wurden, unterscheiden. Also das macht, glaube ich, keinen Sinn, weil natürlich kann man sagen, es gibt explizit antisemitische Gesetze, so wie die Nürnberger Gesetze zum Beispiel. Aber es gibt auch diverseste Gesetze, die zum Beispiel die Rechte von Angeklagten beschneiden. Und da, wenn man dann sagt, das sind explizit nationalsozialistische Gesetze, dann muss man aber auch mit der Tatsache umgehen, dass es solche Gesetze auch schon vor 1933 gab und war noch viel massiver. Also das ist halt, ich will damit sagen, dass es ein Problem ist, sowas zu definieren, sondern man kann sich halt nur die Gesamtschau ansehen. Und, aber es gab auch Richter und Rechtswissenschaftler, die sich explizit als Nationalsozialisten gesehen haben, die sich auch zum Beispiel in diversen Publikationen ganz einschlägig geäußert haben. Und das wäre für mich dann zum Beispiel ein Grund von einem nationalsozialistischen Richter. Also Rothenberger zum Beispiel, das war der Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts, war ein ausgesprochen nationalsozialistischer Jurist. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Dann würde ich jetzt die letzte Runde starten. Okay, gut, dann kommt jetzt die letzte. Ich habe noch eine Frage zum Forschungsergebnis von Ihnen bei der Reinwaschung der Richter, insbesondere jener Richter, die sozusagen Todesurteile bis zur letzten Stunde, würde ich mal übertriebenermaßen sagen, bis zur letzten Stunde des Nationalsozialismus ausgesprochen haben, also so Schmuckstücke wie Filminger. Was hatten die Amerikaner da vor? Ist Ihnen da was begegnet in der Forschung? Warum haben Sie die reingewaschen, obwohl man das wusste? Warum braucht die Bundesrepublik, die neue, junge Bundesrepublik Deutschland, diese Nazi-Richter, die auch noch Mörder waren, in unserem Sinn? Ich würde das damit erklären, dass es anfangs durchaus ein Bestreben gab, diese Nazis zu verfolgen oder auch diese Richter zu verfolgen. Es gab gerade 1944, 45, also 44 gab es ja auch schon, war ein Teil Deutschlands ja auch schon besetzt, gab es auch diverse quasi Untersuchungen seitens der Amerikaner, wie gehen wir damit um, was hier gerade passiert, was machen wir damit. Dann gab es Internierungen in den Internierungslagern, es gab den Entnazifizierungsprozess und letztlich wandelte sich das politische Interesse daran. Also die
Konflikte mit der Sowjetunion nahmen zu, dann gab es ein geteiltes Deutschland oder zumindest ein in Sektoren eingeteiltes Deutschland. Und die Gesellschaft musste weiter funktionieren und es gab einfach auch diese Juristen nicht. Und das war ein Riesenproblem. Also es gab einige Juristen, die dann tatsächlich, also diejenigen, die nachweislich gegen die Nazis gewesen waren oder verfolgt gewesen waren, die kamen dann auch relativ schnell an relativ hohe Posten. Aber diese ganze Masse an anderen Richtern, die, woher sollten die nehmen? Also es gab kaum. Es gab halt nicht so wie in den anderen Ländern, in den besetzten Ländern, quasi die Masse der Nazi-Gegner, sondern es, genau das Gegenteil war der Fall. Und ich würde sagen, dass irgendwann auch festgestellt wurde, dass die Entnazifizierung so nicht durchführbar ist, wie sie sich die Amerikaner und Briten am Anfang gedacht haben. Und dann wurde es am Schluss ja nur noch so ein formales Ding. Wann ist wer in die Partei eingetreten? Welche Funktion hat er in der Partei? Und dann gab es die Kategorisierung und dann war es zu Ende. Und das ist meiner Meinung nach zumindest, was die Nazi-Funktionäre angeht, war das ein gescheitertes Projekt. Und dann ab den 50er Jahren konnten dann die alten bundesrepublikanischen Netzwerke wieder arbeiten. So, vielen Dank. Ich entschuldige mich für die technischen Probleme, die es am Anfang gab, aber wir haben das ja dann doch noch gut zusammen hingekriegt. Vielen Dank an Barbara Mante, vielen Dank an das Plenum für die weiterführenden Fragen zum Schluss. All diejenigen, die noch daran interessiert sind, was das ZDM gerade zu dem Thema, aber auch anderen Themen zukünftig noch so an Veranstaltungen auf die Beine stellen wird, möge sich dort mit einer deutlich geschriebenen E-Mail-Adresse in der Liste eintragen. Dann werden wir gerne über weitere Veranstaltungen euch unterrichten. Ansonsten vielen Dank und einen schönen Abend noch.